Lädt uns jetzt auch noch der Diesel aus. Im August letzten Jahres fiel das Gas aus. Zum Beginn diesen Jahres fielen die Öllieferungen aus Russland aus und ab dem 5.2. gibt es ein Embargo für Ölnebenprodukte. Dazu gehört auch Diesel. Jetzt ist das nicht ganz trivial. Wir kriegen relativ große Mengen Diesel aus Russland geliefert bisher. Und wir alle wissen, dass wir Diesel brauchen für PKWs, für LKWs, für Baumaschinen, für im Grunde alle landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen. So, und auch hier ist es wieder so, dass die Politik erstmal ein Embargo verhängt und sich dann Gedanken macht, wie sie diese Krise lösen will. Ja, die Leidtragenden sind wie immer die Verbraucher, denn eins steht auch hier wieder fest: Der Diesel, den wir dann von woanders her bekommen, wird garantiert nicht günstiger. Auch hier haben wir wieder das gleiche Problem. Wir konkurrieren mit der gesamten EU um die auf dem Weltmarkt befindlichen freien Mengen. Und das bedeutet, es kann nur teurer werden.